Hallo und willkommen, meine Lieben, zurück bei Animal Crossing am Montag, der Lieblingstag der Woche bei uns allen. Tja, da gucke ich mal direkt nach der Post, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ja, gut, ein paar Briefe haben wir. Mal gucken, was das alles Feines ist hier. So, vom Museum. Einmal ein Schädel eines Mammuts. Okay, ich tue mir den mal direkt ins Inventar rein. Einmal den. Was haben wir da? Das ist ein Bernstein. Okay. Auch gut. Und einen haben wir noch. So, einmal da hoch. Und das wäre ein Trilobit. Na gut. So, die können wir natürlich wie üblich alle verkaufen. Ihr kennt's ja schon. Fossiliensammlung ist ja schon lange, lange fertig. So, was haben wir da noch? Von Tom Nook noch mal was. Im Sonderangebot gibt's einen Kugelkaktus. Mein Gott, Kakteen sind gerade irgendwie der neueste Shit hier, glaube ich. So, dann würde ich sagen, ich mache mal eben ein zur Briefe schon mal fertig. Wir haben ja noch ein Fossil von gestern. Was ist das für Briefpapier? Prismapapier, okay. Ja, kann man machen. Ist mal ganz nett. Ja, komm, machen wir direkt 4 Stück fertig. Passt schon, ne? Dann sind wir den Stapel hier los. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eben ganz kurz einen Abstecher nach drinnen. Weil, dann kann ich mir nämlich einmal die Lose in den Schrank packen. So, gehen wir mal eben runter hier. Auf ins Gewölbe, sozusagen. So, Schrank Nummer 1. Hier ist nichts. Möchtest du was verstauen? Ja, gerne. Nämlich den Stapel Lose. So, dann nehmen wir direkt einmal Briefpapier noch mit, würde ich sagen. So, ich sortiere mal eben hier kurz hin und her. Das möchte ich gern da haben und das da. Was war das hier? Das waren alles Sachen, die weg können, oder? Rautenschirm, Pfeil-Outfit und was war das? Der Muro-Bonsai, genau. So, den nehmen wir auch noch mit. Der sollte ja eh weg. Licht machen wir brav aus. Jetzt gehe ich mal eben ganz kurz eine Kleinigkeit hier oben gucken. So, wir hatten nämlich den... Ja, das ist aber ein anderer Bonsai. Das müsste, glaube ich, der Ponderosa-Bonsai sein. Warte mal, jetzt gucken wir mal einmal. Ich war mir noch gestern so unsicher. Mugo-Bonsai, das... Ne, Pinium-Bonsai ist das. Na gut. Ja, der sieht aber eigentlich ganz schön aus, deswegen lasse ich den auch mal stehen. Ja, kann man alles so lassen. Unser Kaffeeautomat ist auch hier fröhlich am Start. Was hatten wir hier nochmal drin? Da hat man das Geld drin, genau. Und hier waren, glaube ich, die Äxte und der Schirm, ne? Genau, genau. Ja, lassen wir mal alles, wo es ist. Und dann, ja, gehen wir erstmal die übliche Runde zum Nook, würde ich sagen. Verkaufen wir mal ein bisschen Kram hier gerade. Heute müsste im Übrigen... Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Am 3. Doch, heute sollte der Vinci irgendwo da sein. Da gucken wir später mal, wo der vielleicht rumschwirrt. Ja, Meteoritenschauer, das haben wir gestern gelesen, am 12. August. Ist noch ein bisschen hin. Gut, wir gucken mal einfach ein bisschen rum jetzt, was wir hier so treiben können. Zum Beispiel der Annette guten Tag sagen. Hallöchen. Hm, hey, was machst du hier? Kommst du häufiger hierher? Ja, doch, regelmäßig. Was mich betrifft, mache ich nur einen kleinen Spaziergang, um fit zu bleiben. Weißt du, das ist wichtig. Als Redmaker, was willst du? Hm, hast du einen Gefallen nötig? Hm, meinst du, du könntest mal nachsehen, ob Bill noch mein Kinderbuch braucht? Ja, klar, kann ich machen. Bill gibt nie irgendwas zurück, selbst wenn man sagt, dass man es braucht. Ja, die Sau. Ich weiß, es ist lästig, aber könntest du es, aber du könntest es doch sicher für mich abholen? Ja, klar, das mache ich. Ich weiß, es ist viel Arbeit, aber ich baue auf dich. Ach, kein Problem, Annette. Und dann gehen wir mal eben hier kurz neben an mal einmal hier rum. Huch. Wer wohnt denn da? Na, wer bist du denn? Die Olga. Oh, du bist aber neu. Hallöchen, Olga. Du musst nicht so schreien. Töt. Warum töt? Ich habe empfindliche Ohren, also nimm bitte Rücksicht. Aber der Größe... Wie bitte? Wie heißt du? Redmaker? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Höhö, was für ein peinlicher Name. Oh, Entschuldigung. Das hättest du jetzt eigentlich nicht hören sollen. Sag mal, ist das so ein neuer Fluch, dass nur noch unsympathische Leute bei uns hier in der Ecke ziehen? Ist ja furchtbar. Ich heiße Olga. Ist das nicht ein toller Name? Ich weiß, ich weiß. Es war mein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ja, ich würde jetzt ja gerne sagen, das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, aber da bin ich mir gerade noch unsicher. So, Unkraut habe ich gerade schon gesehen. Das machen wir weg. Hm, da war mir die Nosette irgendwie lieber. Na, man kann es sich nicht aussuchen, nicht wahr? Ein Fleckenoutfit. Wow, das ist ja total geil hier. Nehmen wir aber einfach mal alles mit. Verkaufen wir einmal den Kram. Das ist auch noch Unkraut. Na komm. So, ich traue mich in der Nähe vom Fluss gleich nicht mehr zu rennen, nachdem ich ja gestern schon diesen... War das gestern? Ich glaube, gestern war es, ne? Diesen riesen dicken Fisch verscheucht habe hier.
Da ärgere ich mich nämlich immer noch drüber. Warum mache ich auch so einen Unfug? Selber schuld. Bevor jetzt einer motzt, keine Sorge, ich weiß, dass ich selber schuld bin. Ah, da haben wir was zum Ausgraben, sehr schön. Und eigentlich gar kein Platz, aber ich hoffe mal, dass es ein Fossil ist, dann können wir es direkt in den Briefumschlag packen. Ja, perfekt. Aber meine Taschen sind voll. Soll ich das Item gegen etwas austauschen oder es wieder vergraben? Das möchte ich gerne einmal tauschen. Und zwar direkt in den Brief reintauschen. So, wupp. Dann hätten wir das auch. Gut, so, gehen wir erstmal jetzt hier eben verkaufen. Da kann man ja eh nichts machen sonst, wa? Ich muss mich mal hier gerade anders hinsetzen. Ich sitze hier irgendwie krumm und schief und unbequem und hach. Ah, so, Füße auf der Couch, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe hier direkt neben meinem Schreibtisch noch eine Couch stehen. Noch, bald fliegt sie raus, aber jetzt gerade steht sie ja noch. Willkommen, tritt ein, sieh dich ruhig um. Hm, du darfst alles anfassen, aber mach bitte nichts kaputt. Das sollten wir hinkriegen. So, jetzt wundere ich mich gerade, wo ist denn unser Vermögen hin? Ja, klar, wir haben ja gestern noch einen riesen Batzen hier Kredit abbezahlt. Gut, dann lass uns mal eben ein paar Sachen verkaufen. Nehmen wir denn daher, nehmen wir einmal alles. Ich verkaufe mal auch das Papier hier mit, ist ja egal. Und das machte 6273 Sternis. Na gut, ist nicht so viel, aber mein Gott. Wir haben ja gestern mal eben 50.000 davon der Rate bezahlt. Das passt wohl, denke ich. Gut, dann wollen wir mal schauen, was es hier oben so alles Schönes im Angebot gibt heute. Ob es überhaupt was Schönes im Angebot gibt. Ist das hier ein Schaukelstuhl? Tatsächlich, hatten wir aber, glaube ich, schon mal, oder? Nee, den kaufe ich jetzt mal nicht. An die Tränke kann ich mich auch noch erinnern. Die hatten wir auf jeden Fall schon mal. So ein Kugelkaktus, weiß ich nicht. Bett, Gitarre, Tralala, hatten wir alles schon mal irgendwie. Auch bei den Klamotten ist, glaube ich, nichts dabei. Wisst ihr was? Dann gucken wir mal gerade Spaß bei die Tapeten bzw. die Teppiche durch. Reispapier, das haben wir schon mal zu Hause gehabt. Das brauchen wir nicht gucken. Nö, kaufen wir nicht. Dann breche ich das direkt mal ab. Was haben wir da noch? Eine Spieltapete. Die hatten wir auch schon mal. Meine ich zumindest. Wir gucken. Können wir mal eben gucken. Ja, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Nee, auch für den schmalen Preis nicht. Nein, nein, lass mal, Jungs. Gut, was haben wir da noch? Eine Rosentapete. Nee, die war auch nicht schön. So, da gucke ich mir gar nicht erst an. Nummer... Teppich Nummer 1. Spielteppich. Naja, gut. Da ist wenigstens die passende Tapete auch da. Ja, muss ich jetzt aber auch nicht haben. Das ist fast geschenkt. Ja, kaufe ich aber selbst geschenkt nicht. Naja, gut. Also geschenkt würde ich es wohl nehmen, aber... Der Royalteppich. Sehr schön. Zeig mir den mal. Den könnten wir uns eigentlich mal holen. Den haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht. 2850 Sternis. Das ist fast geschenkt. Ja, komm, den kaufen wir mal. Weil das wird nämlich zu unserer Einrichtung oben passen. Wir haben ja eh ganz, ja, einige Royalmöbel und Royaltische und sowas. Paar Pflanzen dabei. Ich glaube, die Royaltapete haben wir gar nicht, oder? Könnte ich mal gleich eben in den Katalog gucken, kurz. Der Azurteppich. Zeig mir den mal eben. Ja, puh. 1580. Ach komm, ist egal. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht. Ich kaufe den mal einfach. Jap, jap, jap. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, ein Stapel lose. Wie viele haben wir da? 4 Stück schon wieder so. Wir fragen mal eben wegen den Katalog. Da, genau. Jap, mein ganz persönlicher Katalog. Nur meins. Alles nur meins. So, Tapeten, Tapeten. Badam, 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 dann nicht. Royal, 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 nein. Royal, 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 Royal. Feudal, ist aber nicht das gleiche. Ne, haben wir tatsächlich nicht. Okay. Na, dann kann man ja mal gucken. Vielleicht sollte ich doch öfter mal die Dinger angucken. Ja, da haben wir 35 Stück. Sollte aber ein paar mehr geben. Ja, dann gucken wir da doch nach Gelegenheit mal öfter jetzt nach, würde ich sagen. Nö, nö, ich will nichts bestellen. Das war dann auch alles, Jungs. Dankeschön. Jap, jap, jap. Wir sagen euch gerne Bescheid. Aber jetzt erstmal schnell raus hier aus der guten Stube. Weil dann können wir nämlich auch ein bisschen gucken, ob wir irgendwo den Vinci noch finden. So, hinfort. Auf Wiedersehen, Tom. Bis morgen oder so. Dann bin ich mal gespannt, wo der sich jetzt vielleicht rumtreiben wird, der Vinci.
Das kann man ja auch nie ahnen. Naja, aber im Zweifelsfall fragen wir einfach wieder den Harry und dann passt das schon. Hallöchen, Tano. Nun, wenn das nicht mein Nachbar Redmaker ist, du meine Güte. Faul wie immer, nicht wahr? Sieht zumindest so aus. Hast du keinen Job? Du solltest wirklich einen haben. Ja, also, was willst du? Nur ein bisschen quatschen, weil wir haben eigentlich einen Job. Ein Quiz. Sag mir, für welchen Fisch Tom Nook mehr bezahlt. Für einen Piranha oder einen Koi-Karpfen? Oh, das hatten wir doch schon mal. Da habe ich, glaube ich, Koi-Karpfen gesagt. Komm, dann sage ich jetzt Piranha. Die Antwort ist richtig. Er zahlt für ein Exemplar 6500 Sternis. Ich habe gehört, es gibt einen Fischart, für die er noch mehr bezahlt. Die ist sehr alt und selten. Ja, ich weiß sogar, welchen er meint. Mal gucken, ob wir den jemals bekommen werden. Apropos Fisch. Da müssen wir eh gucken, da mal noch irgendwie jetzt gleich mal einen angeln. Weil der Vinci ja immer einen Fisch haben möchte. Der sucht ja immer was zu essen. Ein Fossil, sehr schön. Gut, tun wir mal weg. Huch, da ist ja noch Unkraut. Das möchte ich natürlich nicht haben. So, ich schwirre mal eben hier ganz flott durch die Gegend. Gucken wir mal eben, ob wir hier was finden noch. Vielleicht entdecke ich ja doch nochmal so einen dicken Fisch oder so. Und dann fragen wir gleich einfach den Harry, wo der ist. Komm, wir gucken mal, was das für einer ist. Testen das einfach mal. Hep. Nein, das war nicht weit genug. So, da vielleicht. Ja, schon besser. Ja, beiß an. Na los. So ist schön. Und was haben wir da? Eine Barbe haben wir gefangen. Okay. Das ist irgendwie auch so ein Standardfisch, würde ich sagen. So, dann kann ich das mal auch eben wegpacken. Wo ich es gerade da so rumliegen sehe. Wisst ihr, was kommt? Dann gehen wir mal eben nachfragen. Erstmal mal das Unkraut weg. So, jetzt gehen wir nachfragen mal eben, wo der sein könnte. Und hier grabe ich mal eben noch ein Fossil aus. Das ist ja wunderbar. Das läuft ja wieder wie am Schnürchen hier. Komm, wir nehmen mal den Luftballon wieder in die Hand. So, dies einmal dahin. Da hüpft die Heuschrecke fröhlich rum. Gut, dann fragen wir mal, wo der sein kann. Ich wünsche einen guten Tag. Sind wir nicht ein fleißiges Menschlein, ständig unterwegs? Ein lobenswertes Verhalten. Sag mir, wie kann Wachmeister Harry behilflich sein? Ja, erzähl mal, wo der Wind hier rumschwirrt. Ah, im Feld F2. Wunderbar. Zumindest wurde das berichtet. Ich hatte nicht die Zeit, all diese Berichte zu bestätigen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ihn selbst gesehen, von ihm eine tolle Tapete für meine Mühen erhalten. Ich war selbstverständlich nicht im Dienst. Natürlich, natürlich. So, ja, Feld F2, das ist bei der Schneiderei wieder. Okay. Irgendwie ist der häufig bei der Schneiderei, ne? Oder ich vertue mich jetzt nur. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der ist ja recht häufig. Dann gucken wir doch mal eben da rum. So, Vinci. Ja, es war ein netter Versuch, dich zu tarnen, aber weißt du, bei der Palme entdecken wir dich trotzdem. Ich lasse dich mir aber gerade kurz wandern, weil hier liegt noch jemand anders. Ich glaube, der braucht auch dringend Hilfe. Ja, oh, uch. Aufgerappelt, mein Lieber. Ich heiße Gulliver, liebes Kind. Habe ich dich überrascht? Nun, ich habe auch mich überrascht. Es gibt aber eine einfache Erklärung dafür, dass ich mich hier befinde. Ich war auf mein Schiff, der betrunkenen Schwalbe, als ein gigantischer Krake uns angriff. Gewaltige Tentakel waren überall, doch ich kämpfte mit ganzer Kraft. Schließlich hat sich das schmierige Biest durchgesetzt und ich wurde in das große, weite Meer geworfen. Was? Warum siehst du mich so an? Du glaubst mir nicht, oder? Du denkst, ich habe mir das ausgedacht? Tja, wie toll von dir. Ich riskiere mein Leben, um meine Besatzung zu retten und du nennst mich einen Lügner. Was, du denkst, ich bin nur auf Deck eingeschlafen, dann über Bord gegangen? Sei nicht albern. Was, du glaubst nicht, dass ich gegen einen Riesenkraken gekämpft habe? Und warum sieht da mein Gesicht so aus? Was, du glaubst, ich bin auf einer Qualle eingeschlafen? Das würde erklären, warum mein Kissen so unbequem war. Ich sag dir was. Wie wär's, wenn wir diesen kleinen Vorfall einfach vergessen und ich dir ein kleines Geschenk gebe? Ja, na gut. Ich habe das Ding einen schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknöpft. So etwas findest du sonst nirgendwo, das glaube ich zumindest. Ja, dann danke ich dir, mein lieber Gulliver. Wieder was Schönes eingesagt. Ja, so, den Text kennen wir ja schon, ne? Drücke ich mal gerade weg. Dann bin ich mal gespannt, was wir diesmal von ihm bekommen haben. So langsam häufen sich auch da ja die Doppelungen, muss ich sagen, ne? Hatten jetzt, glaube ich, schon mehrfach hier diesen Triumphbogen und sowas halt. Gucken wir mal, was ist es diesmal? Oh, eine Ritterrüstung. Das klingt natürlich schick.
So, jetzt suchen wir mal was anderes. Wo ist denn der Vinci hingewandert? Hallöchen. Hunger, muss essen, so schwach, 5 Kilo abgenommen. Oh nein. Hunger, Bauchweh, brauche dringend Lebensmittel. Ja, dann nimm mal diese Barbe. Bitteschön. Ist die recht? Ja, was ist damit? Das ist dein Lieblingsfisch. Ach, das ist ja super. Darf ich ihn wirklich haben? Oh ja, ich nehme ihn. Bevor du es dir anders überlegst. Keine Sorge, den darfst du haben. Vielen, vielen Dank. Ja, om nom nom nom. Hau dir den mal zwischen den Kiemen. So lecker, so sagenhaft lecker. Ich muss dir dies als Zeichen meiner Dankbarkeit geben. Nimm's einfach, auch wenn du es nicht brauchst. Cool, Dankeschön. Ja, so satt, so glücklich. Ja, da haben wir wieder jemand zufrieden gemacht hier. Was ist es denn? Eine Sandplatzmauer, okay. Wie auch immer die aussehen mag, das können wir uns aber mal angucken, würde ich sagen. Dann gehen wir doch einfach mal eben zu Hause vorbei. So, ich schlender hier mal eben einfach durch, ne? Ansonsten haben wir ja eh nichts zu tun heute. Dann brauchen wir uns ja nicht hetzen. Ach, guck mal. Ist das nicht das Outfit, was sie dir gestern geschickt haben? Oh, Redmaker, was für ein Glück. Ich trage das Outfit, das du mir geschickt hast. Ich mag es sehr gerne. Ich trage es jetzt bis wieder mal alle meinen Stil kopieren. Danke. Ja, gerne doch. Übrigens, brauchst du irgendwas? Ich hänge nur rum. Oh Mann, das halte ich aber nicht jeden Morgen aus. Wer hat sich diese Morgengymnastik eigentlich ausgedacht? Was muss das für ein Sadist sein, der mich so früh am Morgen aus dem Bett werfen will? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man früh aufsteht, ist es schwieriger, wach zu bleiben. Da hast du recht. Und dann ist man auch noch am nächsten Tag zu müde, um aufzustehen. Oh nein. Und dann werden wir alle schlaflose Zombies. Das ist nämlich der große Plan, der dahinter steckt. Ach so. Vielleicht bin ich aber auch nur zu müde, um richtig drüber nachzudenken. Ist sie jetzt einfach eingeschlafen? Das ist ja süß. Ihr geht hallo. Ja, wie, was? Was mache ich denn hier draußen? Ich bin wohl schon wieder schlafgewandelt. Muahaha, wie komisch. Ja, wollt ihr einfach reingehen? Nein, jetzt haben wir sie nur so wach gemacht. Okay. Verrückt. Da fällt mir doch gerade mal was ein. Wir sollten doch mal irgendwo rumgehen, ne? Wo war das denn beim Bill? Mist, habe ich mir jetzt gar nicht richtig gemerkt. Ich spurte da mal eben kurz hin. Ganz vergessen hier den Mist. Hallihallo Redmaker, du siehst aus wie das blühende Leben. Ja, du siehst super aus. Hä, nicht so gut wie ich? Nun, das ist eine seltsame Antwort, aber irgendwie cool. Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Ich würde gern was holen. Was sagst du, ich kann dich nicht hören? Ein Kinderbuch? Nee, keine Ahnung. Aber mir fällt gerade ein, dass ich vor einer Weile Eva mit irgendwas in der Hand aus meinem Haus habe kommen sehen. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht. Aber ich an deiner Stelle würde mal bei Eva nachfragen. Verstehst schon. Ja, na gut, dann machen wir das mal. Ach, guck mal, da können wir noch was ausgraben. Ist das nochmal ein Fossil? In der Tat, es ist noch eins, okay. Ja, jetzt noch eins hin und dann können wir uns morgen das ganze Suchen sparen. Auch gut. So, das lasse ich jetzt aber mal so im Inventar. Gut, komm, dann flitzen wir jetzt mal eben einfach durch. Dass wir da zur Eva hinkommen. Solange ich nicht an Bäumen hängen bleibe zumindest. Ich gebe mein Bestes. So, die Eva, die Eva, die Eva. Wo ist denn die Eva? Bitte zu Hause. Ja, ist sie in der Tat. Oh, warte, sag nichts. Du bist Redmaker. Ich meine, das ist dein Name, oder nicht? Ja. Hihi, selbstverständlich habe ich ihn nicht vergessen, du Kindskopf. Ich habe mich ungefähr 8 Millionen Mal mit dir unterhalten. Hey, wolltest du etwas? Ja, was holen würde ich gerne? Das Kinderbuch, das olle Ding willst du haben? Bist ja völlig verrückt. Pech für dich. Ich habe es Anna gegeben und ich habe jetzt darum keine Ahnung, wo es jetzt ist. Ich verstehe ja, dass du genervt bist, aber du musst trotzdem zu Anna gehen, um es abzuholen. Na gut. Da müssen wir aber wenigstens nicht so weit für laufen. Hallo, Anna. Guten Morgen. Oh, hoppla, ich schätze es zu spät dafür, oder? Weißt du, in Zeiten wie diesen denke ich, dass diese ganze Grüßerei irgendwie schwierig ist. Ja, irgendwie schon. Muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Ja, darf ich bei dir was abholen? Du bist also hier, um das Kinderbuch zu holen, stimmt's? Ja, also, Monique hat es. Man hat mich gezwungen, es Monique zu geben. Echt, ich kann nichts dafür. Ich würde dir ja die komplette Geschichte erzählen, aber es wird den ganzen Tag dauern. Tut mir leid, aber du musst es bei Monique abholen. Ah, immer diese Rennerei hier. Ja, komm, dann flitzen wir noch bei der Monique eben rum. Gut, dass ich überhaupt noch dran gedacht habe. Ich hätte es jetzt beinahe nämlich ganz vergessen.
So, einmal hier lang, einmal da lang. Wo ist die Monique? Hallöchen, nicht weglaufen, bitte. Redmaker, du machst immer einen sehr beschäftigten Eindruck. Ja, das ist nur, weil ihr ständig alle Sachen hin und her verleiht. Du kannst dich immer noch anklotzen. Du musst das Leben mehr genießen, wirklich. Du genießt das Leben bereits, sagst du? Nun, ich würde es stark hoffen. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Ja, sag mal bitte, dass du das jetzt hast. Es macht dir doch nichts aus, das zu machen, oder? Gut, jetzt das gute Stück. Vergiss nicht, es dann nicht zurückzugeben und richte schön Grüße von mir aus. Na klar. Das musst du jetzt durchziehen. Es hängt nur von dir ab. Okay. Ja, komm, dann flitzen wir jetzt direkt mal durch hier. Ich gucke ja gerade nebenbei auf die Uhr. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach direkt eben bei der Post rum. Und dann mache ich das auf dem Nachhauseweg, ne? Dann, die Anna wohnt ja direkt eh unterhalb, von uns. Dann passt das ja. Kann ich ja beide Sachen direkt miteinander verbinden. So, schön weiter hier. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Da schlägt schon wieder hier unsere Turmuhr. Die kleine Stadtglocke. Gut, so, einmal Briefe loswerden bei der lieben Paddy. Hallöchen. Willkommen, wie kann ich helfen? Brief versenden würde ich gerne. Da hat ja schon irgendwer welche aufgegeben, wie es aussieht. Naja, aber 3 Stück wollen wir noch versenden, das passt ja perfekt dann. Möchtest du noch einen Brief versenden? Jawohl. Den da und einen habe ich da noch. Ach ja, schön. Möchtest du noch einen Brief versenden? Ja, na klar. So, den da und dann haben wir alles. Ach ja, schön. Ob Sonne, Regen oder Frost, wir bringen allen ihre Post. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. So, dann können wir jetzt mal wieder den Peter winken. Kennen wir ja schon. Hallo Peter. Tschüss Peter. Viel Spaß bei der Arbeit. Verflieg dich nicht. Huch, da ist ja Unkraut. Das rupfen wir natürlich noch raus. Wir sind ja ordentlich, ne? So, jetzt wollte ich gerade sagen, dann machen wir jetzt mal aber schon mal Feierabend. Stimmt ja gar nicht, weil. Okay, Post haben wir auch schon wieder. Meine Güte. So, Anna? Anna? Nee, gar nicht. Annette meine ich. War doch für die Annette, oder? Ja, für die Annette. Ist sie vielleicht im Haus? Bin gerade nicht da. Ach, wisst ihr was? Dann ist egal. Dann schleppe ich das jetzt einfach mit mir rum. Dann geben wir ihr das morgen einfach. Weil mein Blick auf die Uhr sagt mir, es ist spät genug. Dann hören wir jetzt einfach hier auf. Ich hole mal aber eben noch die Post raus. Was ist denn das hier? Wer schreibt uns denn hier noch Briefe? Von der Birgit. Hallo Redmaker, hör mal, ich gebe es auf. Ich habe versucht, deinen Brief zu verstehen, aber ich habe es nicht geschafft. Bitte schreib beim nächsten Mal etwas klarer und deutlicher. Ciao, Birgit. Ach man, niemand versteht unsere Briefe. Und die Eva auch noch. Huch, jetzt habe ich ihn direkt weggedrückt. Redmaker, ich habe deinen Brief ein paar Mal gelesen, aber ich habe ihn einfach nicht verstanden. War das eine Geheimschrift? Oder kannst du etwa nicht schreiben? Ciao, Eva. Ach Mann, ich habe keine Ahnung mehr, wie man das machen muss. Gut, aber wie dem auch sein mag. Ich mache an der Stelle dann jetzt erstmal Feierabend, würde ich sagen. Das heißt, ich danke euch natürlich wie immer fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder zu einer neuen Folge Animal Crossing. Bis dann erstmal. Ciao.